Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die politische Zukunft vom Verteidigungsminister Scharping bleibt ungewiss. Die SPD-Fraktion gab dem Minister, der wegen seiner Flüge mit Bundeswehrmaschinen in die Kritik geraten war, heute zwar Rückendeckung. Die Krise ist aber noch nicht ausgestanden, weil es anscheinend noch Unklarheiten im Zusammenhang mit Scharpings innerdeutschen Flügen gibt. In der Fraktion mahnte Bundeskanzler Schröder die SPD-Abgeordneten zugleich, seine Politik geschlossen zu unterstützen. Sonst sei kein erfolgreiches Regierungshandeln möglich. Während der Verteidigungsminister heute zum Flug nach Mazedonien abhob, ließ er weiter Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit zurück. Die Kernfrage lautet jetzt, wie oft ist Scharping nach Frankfurt geflogen, seitdem er dort seine neue Lebensgefährtin hat? Bis zu 40 Flüge waren es nach Informationen der deutschen Presseagentur, 20 Flüge laut Bild-Zeitung. Bis zum Abend wollte das Verteidigungsministerium dazu keine Stellungnahme abgeben, bevor der Minister nicht den Bundestag unterrichtet habe. Scharping habe sich aber in Frankfurt mit leitenden Mitarbeitern der ministeriumeigenen Gesellschaft GEBB getroffen. Die hat ihren Sitz allerdings in Berlin und Bonn. Der Minister selbst verteidigte sich heute vor der SPD-Fraktion. Alle seine Flüge seien rechtmäßig gewesen. Er werde deshalb auch nicht zurücktreten. Sie sehen mich ruhig, sehr ernst und mit der Gewissheit, dass ich mein Amt konzentriert führe und auch weiterführe. Zwar gab es auch Beifall für die Erklärung in der Fraktion. Die Fraktionsspitze unterstützte den Minister anschließend allerdings mit vorsichtigen Formulierungen. Das wird sich dann auch herausstellen in den Ausschusssitzungen, in denen dieses Thema erörtert werden muss. Bis zum Beweis des Gegenteils gibt es überhaupt gar keinen Grund, an den Worten von Rudolf Scharping zu zweifeln. Distanziert äußerte sich der SPD-Generalsekretär. Scharping könne in seinem Amt bleiben, allerdings unter dem Vorbehalt, dass seine innerdeutschen Flüge in Ordnung seien. Hier habe man aber die Zusage des Ministers und die gelte. Rudolf Scharping hat heute die Solidarität seiner Fraktionen bekommen, die allerdings mit Unruhe auf den kommenden Montag schaut, wo der Minister vor dem Verteidigungsausschuss alle Zweifel ausräumen muss, dass seine zahlreichen Inlandsflüge nach Frankfurt, dem Wohnort seiner neuen Lebensgefährtin, vor allem dienstlichen Zwecken diente. Doch auch ein anderes Problem konnte der Kanzler heute nicht völlig aus der Welt schaffen. Von den Abweichlern bei der Mazedonien-Entscheidung im Bundestag verlangte er nachdrücklich, er müsse sich auf eine eigene Mehrheit verlassen können. Schröder unterstützte ausdrücklich die harte Linie von Generalsekretär Müntefering und Fraktionschef Struck. Eine unterlegene Minderheit muss, abgesehen von diesen Gewissensfragen, sich der Mehrheit anschließen im Deutschen Bundestag. Das ist ja auch bis auf diese eine Ausnahme geschehen. Doch nicht nur die Abweichler übten zum Teil heftige Kritik an der Art und Weise, wie die Parteiführung öffentlich auf ihre Abstimmung reagiert hatte. Einer ihrer Wortführer gab zu Protokoll: Und die Diskussion halte ich für legitim. Ich hätte es für intelligenter gehalten, sie in den eigenen Reihen zu führen, statt in der Öffentlichkeit. Das hat jetzt eine Qualität erreicht, die sich negativ auf das Bild der SPD insgesamt auswirkt. Wie sich die SPD-Fraktion verhält, falls das Bundeswehrmandat für Mazedonien verlängert werden muss, bleibt nach wie vor unsicher. Mit ungewissem Ausgang kommen in knapp einer Stunde Spitzenpolitiker der Koalition bei Bundeskanzler Schröder zu einem Gespräch über die Zuwanderungspolitik zusammen. Im Vorfeld hatte Bundesinnenminister Schily Forderungen der Grünen nach Änderungen an seinem Konzept erneut zurückgewiesen. Eine Einladung von SPD-Fraktionschef Struck zu parteiübergreifenden Beratungen in der nächsten Woche lehnte sein Unionskollege Merz unterdessen ab. Man müsste schon ein Prophet sein, hieß es heute bei den Grünen. Niemand wollte vorhersagen, ob sich die Koalitionspartner beim Thema Zuwanderung einigen werden. Gespräche am Rande untereinander oder im Vorfeld mit Otto Schily sollten die Möglichkeiten ausloten. Die Grünen wollen ein modernes Zuwanderungsgesetz, so schnell es geht, aber nicht auf Kosten der Flüchtlinge. Der Entwurf sollte europatauglich sein. Das heißt, wir sind nicht einverstanden mit der Absenkung des Familiennachzuges. Wir wollen nicht, dass die jetzt geduldeten Flüchtlinge, ein Teil von denen in die Illegalität gedrängt wird. Das heißt, Rechtssicherheit für die jetzt hier Geduldeten. Viele der bisher Geduldeten verlören nach Schilys Entwurf jeden rechtlichen Status und würden in sogenannten Ausreisezentren untergebracht. So fürchten die Grünen. Auch denken sie, dass das Nachzugsalter für Kinder bei 18 Jahren liegen müsste. Schilys Vorschlag 12 Jahre liegt noch unter der europäischen Maßgabe.
Auch für schutzbedürftige Flüchtlinge biete Chile statt versprochener Vorteile neue Nachteile. Die Flüchtlinge müssten nachweisen, dass eine Ausreise in einen anderen Staat unzumutbar ist. So einige der grünen Kritikpunkte. SPD-Fraktionschef Struck steht zum Chile-Entwurf und ermahnt den kleinen Koalitionspartner. Für mich ist klar, dass das, was das Innenministerium vorgelegt hat, dem entspricht, was die Koalitionsfraktionen vor der Sommerpause in Eckpunkten beschlossen haben. Ich erwarte von dem Koalitionspartner, dass er sich an die Vereinbarungen hält. Im Kanzleramt heute Abend werden die Rot-Grünen herausfinden, wie weit sie wirklich auseinanderliegen. Massive Kursverluste bei den Technologiewerten haben heute die Leitbörsen in Europa und den USA auf neue Rekordtiefs gestürzt. In Frankfurt rutschte der NEMAX 50 zeitweise unter 950 Punkte und damit auf den tiefsten Stand in seiner Geschichte. Im Sog des neuen Marktes verloren auch die Standardwerte. Der deutsche Aktienindex fiel am Nachmittag unter 4.900 Punkte. Da hilft nur Ruhe bewahren, denn für die Börsianer war es ein rabenschwarzer Donnerstag. Ein Gemisch aus schlechten Nachrichten hat die Aktienkurse in Frankfurt am Nachmittag drastisch nach unten gezogen. Und wieder einmal sind es die Technologiewerte, die unter Druck standen. Der amerikanische Chipproduzent Intel meldete zum Beispiel für das dritte Quartal ein schwaches Ergebnis. Darauf reagierten die Investoren besonders empfindlich. Aber auch Finanzwerte zeigen Schwäche. Verkauft wurden selbst solche Aktien, bei denen es keinen ersichtlichen Grund gab. Die Aussichten sind schlecht. Es sieht natürlich jetzt so aus, dass wir schon überrascht sind über die Heftigkeit des Verfalls. Nur apropos Verfall, ich glaube schon, dass wir unter dem Einfluss des Monatsendesverfalls, also des vorletzten Quartals, stehen. Kurzfristig können wir durchaus noch 4.800 Punkte erreichen. Und wenn es ganz schlecht kommt im September, ist er bekannt als schlechter Monat. 4.500 sollten auch noch drin sein. Positive Prognosen wagt an der Frankfurter Börse zurzeit niemand. Und auch auf die New Yorker Börse ist vorerst kein Verlass. Im Minus hat sie eröffnet. Schwache Konjunkturdaten beeinflussen auch dort die Stimmung. Der Friedensplan in Mazedonien hat eine weitere Hürde genommen. Nach tagelanger Debatte und immer neuen Verzögerungen hat das Parlament in Skopje heute einer Verfassungsänderung grundsätzlich zugestimmt. Sie soll der albanischen Minderheit mehr Rechte bringen. 91 Abgeordnete stimmten dafür, 19 dagegen. Damit ist der Weg für die NATO frei, weitere Rebellenwaffen einzusammeln. Nach tagelangem Stillstand jetzt wieder Bewegung. Deutlich, überraschend deutlich war das Votum des mazedonischen Parlaments. Keine knappe, sondern eine eindeutige Mehrheit hat sich für die weitere Umsetzung des Friedensplans ausgesprochen. Und das, obwohl es viele kritische Stimmen gegeben hatte. Parlamentarier beklagten immer wieder, der Westen übe Druck aus. Ohne Zweifel hat es diesen Druck gegeben. Doch die Alternative, das wussten die Abgeordneten sehr wohl, wären erneute Kämpfe, ein wieder aufflammender, bewaffneter Konflikt. Politik heißt auch Inszenierung, wie bestellt der Besuch Javier Solanas am Abend. Die Mission in Mazedonien muss nicht nur für die NATO, sondern auch für die EU endlich eine Erfolgsgeschichte auf dem Balkan werden. Entsprechend üppig das Lob. Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir sind jetzt gekommen, um Mazedonien weiterzuhelfen. Mit dem Votum heute grünes Licht für die NATO und Teil 2 ihrer Waffensammelaktion. Bereits morgen geht es weiter. Die Briten bestimmen und damit sind die Deutschen zunächst wieder nicht mit dabei. Frühestens am Wochenende ist deren Einsatz geplant. Die Entscheidung des Parlaments heute war nur der erste Schritt. Zwei weitere Lesungen sind nötig. Bis zur Verfassungsänderung noch ein langer Weg. Die Hardliner werden Stimmung machen. Der Innenminister wirbt weiter für seine Spezialpolizei und die NATO sprach erstmals von Übergriffen mazedonischer Paramilitärs. Auch nach dem dritten Prozesstag bleibt das Schicksal der 8 ausländischen Entwicklungshelfer in Afghanistan noch ungewiss. Die Mitarbeiter der Hilfsorganisation Shelter Now, unter ihnen 4 Deutsche, waren Anfang August wegen angeblicher christlicher Missionierung festgenommen worden. Diplomaten konnten heute erstmals seit 9 Tagen wieder mit einem Taliban-Vertreter sprechen. Der Außenminister der Taliban-Regierung Mutar Wakil hat eine nachsichtige Behandlung der inhaftierten Ausländer ausgeschlossen. Katholische Grundschülerinnen sind auch am 4. Tag in Folge nur unter massivem Polizeischutz zu ihrer Schule im nordirischen Belfast gelangt. 300 Sicherheitskräfte waren im Einsatz, um die Kinder auf ihrem Weg durch die von Protestanten bewohnte Ardoyne Road abzuschirmen. Die Anwohner protestierten mit Trillerpfeifen und Hupen.
Gewalttätige Zwischenfälle wie gestern, als 4 Polizisten verletzt wurden, blieben aber aus. Im Kartellprozess um den weltgrößten Softwarekonzern Microsoft will die US-Regierung nicht mehr darauf bestehen, das Unternehmen zu zerschlagen. Das Justizministerium hatte dem Konzern unlautere Geschäftspraktiken vorgeworfen. Bisher wollte es auf gerichtlichem Wege durchsetzen, dass Microsoft in 2 Unternehmen aufgeteilt wird. Nun will die Regierung nur noch die Geschäftspraktiken ändern, aber ansonsten den Fall schnell beilegen, hieß es heute. Mehr als 1000 AIDS-Forscher beraten seit heute in den USA über eine mögliche Impfung gegen die tödliche Krankheit. Unterstützt wird die erste Konferenz dieser Art von den Vereinten Nationen. Nach ihren Angaben sind bislang 22 Millionen Menschen weltweit an AIDS gestorben. In Philadelphia, wo Tom Hanks einmal den ersten Hollywood-Film über ein AIDS-Schicksal drehte, berät 4 Tage lang die Forscherelite der Welt. Gibt es Hoffnung, die Seuche mit einer Impfung zu stoppen? Behandlung ist eine andere Sache, da gibt es Erfolge. Teure Medikamentencocktails verlängern das Leben von Kranken dramatisch. Aber in vielen Ländern sind diese Arzneien unerschwinglich, die regelmäßige Einnahme nicht zu überwachen. Eine Impfung, die schon das Krankwerden verhindert, wäre ein viel wirksameres Mittel. Dr. Anthony Fauci ist führend in der amerikanischen AIDS-Forschung. Es wird noch einige Jahre dauern, aber wir machen Fortschritte. Von völliger Hilflosigkeit über Behandlung bis hoffentlich bald zu einer Impfung, die die Krankheit verhindert. Das wäre die einzige wirklich dauerhafte Lösung. Der AIDS-Virus macht den Forschern die Arbeit schwer. Er mutiert unter ihren Augen in immer neue Formen und entkommt so den Attacken. Die deutschstämmige Dr. Beatrice Hahn leitet die Konferenz. Es ist ein sehr trickreicher Virus, deshalb haben wir so große Schwierigkeiten mit ihm, während es für andere Viren längst sehr gute Impfstoffe gibt. Aber wir können auch trickreich sein und ihn überlisten. Es wird uns gelingen. Ein Satz, den wir im Konferenzzentrum immer wieder hören, ist der vom Licht am Ende des Tunnels. Expertenhoffnung auf das Ende der Seuche. Das katastrophale Seilbahnunglück im österreichischen Kaprun ist durch einen defekten Heizlüfter und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen ausgelöst worden. Das teilte heute das Salzburger Gericht aufgrund von Gutachten mit. Gegen wen die Staatsanwaltschaft nun Anklage erheben will, wollte die Behörde allerdings noch nicht sagen. Beim Brand einer Seilbahn am Kitzsteinhorn kamen im vergangenen November 155 Menschen ums Leben. Unter den Toten waren auch 37 Deutsche. Anhand von Skizzen und Fotos präsentierte der Salzburger Gerichtspräsident Walter Grafinger die Erkenntnisse der 5 Gutachter. Ihre Untersuchungen ergaben, im talseitigen Führerstand der Unglücksbahn war ein Heizlüfter installiert, der blockiert und dadurch überhitzt war. Unmittelbar hinter dem Gerät verliefen Messleitungen mit Hydrauliköl, von denen mindestens eine leckte. Durch die Überhitzung oder die Hitze an der Heizwendel kam es nun zu einer Entzündung dieses Hydrauliköles noch während des Stehens in der Talstation. Während der Fahrt breitete sich der Brand zunächst unbemerkt aus. Wegen dem Druckabfall im hydraulischen System stoppte der Zug im Tunnel automatisch. Die Insassen hatten keine Chance, dem Inferno zu entkommen. Der leitende Staatsanwalt erklärte heute, laut Betriebsanleitung hätte der Heizlüfter nie in den Zug eingebaut werden dürfen. Außerdem: Es fehlen also eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen in den Waggons, das Notöffnungssystem, Feuerlöscher, Nothammer etc. Wer für all diese Mängel verantwortlich ist, wird zurzeit geprüft. Die österreichische Anklagebehörde ermittelt wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst. Das Strafmaß beträgt zwischen 6 Monaten und 5 Jahren. Bei einem Überfall auf einen Geldtransport in Hessen haben Kriminelle heute neben einem Geldbetrag in zunächst noch unbekannter Höhe möglicherweise erstmals auch Euroscheine erbeutet. Bei den Tätern handelt es sich nach Polizeiangaben um den flüchtigen Fahrer und einen Komplizen. Sie hatten den Beifahrer gefesselt und das Fahrzeug dann in Fernwald Albach stehen lassen. Den Hauptteil der Euro ließen sie zurück. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 7. September. Die Kette der Tiefs über dem Nordatlantik reißt nicht ab. Damit strömt weiter feuchte, wolkenreiche Luft nach Deutschland. Dort, wo sich die Luft staut vor den Bergen, fällt der Regen besonders kräftig aus. Sonnenschein findet sich morgen nur in West- und Südfrankreich, am Mittelmeer und in der Ägäis.
In der Nacht regnet es beständig, vor allem im Süden und im Norden. Im Laufe des Vormittags ziehen von Nordwesten die nächsten Regenwolken heran. Sie breiten sich nach Südosten aus und gestalten den Freitag regnerisch. An der Nordsee lockern die Wolken am Nachmittag etwas auf. Der Wind kommt aus westlichen Richtungen, er weht schwach bis mäßig, im Norden frischt er auf. An der Elbmündung und auf den nordfriesischen Inseln heute Nacht 13 Grad, in Passau nur 7. Am Tag wird es in Nordfriesland nur 1 Grad wärmer als in der Nacht, in Freiburg 19 Grad. Die Aussichten: Das Wetter bleibt so, wie es ist, kühl, regnerisch und herbstlich. Am Samstag wird es dazu noch recht windig. Am Sonntag zwischen Donau und Alpen Dauerregen, am Montag im Norden mehr Schauer als im Süden.